Das ist der YouTube-Kanal von Vitamin Esports. Ja, wer Bock hat, kann da gerne mal vorbeischauen und auch mal ein kleines Abonnement dalassen. Wir werden jetzt uns den Jahresrückblick zusammen anschauen. Und wenn dann noch reichlich Zeit ist, dann gucken wir uns hier noch ein Best-of an. Ja, wenn ihr Bock habt, ein paar geile Rocket League Moves zu gucken, zu sehen, dann schaut bei den Jungs auf jeden Fall mal vorbei. Die machen sehr, sehr geile Videos, muss ich sagen. Wie die das hinkriegen, habe ich auch schon mal gefragt, aber weiß mein Kollege leider auch nicht. Und ja, ich würde sagen, wir schauen einfach mal den Jahresrückblick an und würde sagen, Abfahrt. Das Bam Bam. Der Dude, der hier gerade zu sehen war mit Namen, das ist auch ein Streaming-Kollege ehemalig, also streamt leider nicht mehr so oft, aber ist ein sehr, sehr guter Freund von meinem Freund, von dem ich diese Seite habe, also den Namen, dann darauf gekommen bin, so muss ich sagen, der auch Leader ist. Das ist ein guter Freund von ihm. Und ja, der ist anscheinend auch hier mit dabei. Jetzt kommt Pinch, 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 Pinch! Nein! Junge, ich muss in das Clip, Alter! Der kriegt den Ball nicht, den muss er aber haben. Da passt ja auf Luke, Luke mit dem Schuss! Und das nutzt er aus! Vielleicht Luke vielleicht mit dem Nachschuss und das ist so offen! Und ja! Manuel nutzt es aus! Oh, ja moin. Bisschen verschwommen. Das erste Turnier habe ich, glaube ich, nicht gesehen. Oder ich hatte, glaube ich, mal kurz reingeguckt. Aber ich meine, das hatte ich nicht gesehen, das erste Turnier. Auch hier geil, so eine Wintermütze auf dem Logo mit drauf. Das Bild ist ja auch mal on fleek. Also was mich ein bisschen triggert, muss ich sagen, sind die Bilder, die nicht scharf sind, die sehr verschwommen sind. Das triggert mich ein bisschen. Das kann man besser lösen. Ich will nicht sagen, dass ich es besser kann, aber man kann es 100 pro besser lösen. Also wie man sowas schafft, dass man in der Luft sich noch dreht und mit dem Boden von dem Auto noch ein Tor macht. Das ist mir immer ein Rätsel. Ich spiele schon Rocket League seit Jahren. Ich habe das gespielt, da kam das raus. Aber sowas habe ich noch nie gekonnt. Sowas habe ich noch nie gekonnt. Okay, das war's schon. Ich hatte mir erhofft, dass da ein paar geilere Montagen mit am Start sind. Ja, so halt so richtige Spielabläufe und sowas, das war ja... Ich weiß nicht. Wir gucken uns mal das Best-of an. Da werden wahrscheinlich viel, viel geilere... Also ich will jetzt nicht sagen, dass es so ist. Aber ich hoffe, dass da viel, viel geilere Montagen mit dabei sind. Ich habe schon einige davon gesehen. Kollege, der auch bei mir hier Mod ist, der Retail Miau, aka Robin, der hat mir schon ein paar Montagen gezeigt und da waren echt krasse, krasse Tore dabei. Aber mega krasse. Wir gucken es uns mal an. I'll never stop.
sowas konnte ich auch noch nie. Lange in der Luft bleiben. Geht zwar, wenn ich gerade auf den Ball zufahre, aber wenn ich gerade so lenke, springe, dann Nitro dabei, das kann ich überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich glaube auch sowas, mein Freund, der Retail Meow, der sagt zwar, das ist gewollt, sowas, dass man ausrechnet, dass der nochmal gegen die Wand geht, ich da hinterher, dann muss ich in dem Winkel dagegen, damit der noch reingeht. Aber ich sag für mich, das ist safe Zufall, dass der noch irgendwie da dran kam und der Ball ist gerade runtergegangen ins Tor. Ich finde, das ist Zufall. Sowas hingegen ist dann natürlich gewollt, das sieht man ja dann auch. Also, das ist schon krass, wenn man gerade von der Seite so ankommt und der Ball gerade aufs Tor zukommt, du in dem Moment hochspringst und mit der Spitze noch irgendwie den Ball nach unten lenkst und der ins Tor geht. Also das ist schon krass, wenn man das wirklich so berechnen, sage ich mal, kann. Also das ist schon... Einfach mal kurz verarscht. Ja gut, das ist auch nicht schwer, das mache ich auch so oft. Also das, auch wenn ich jetzt, wenn ich öfters mal stoppe, aber dafür sind ja Reaktionsvideos da, aber das, glaube ich, braucht jahrelange Übung, den Ball so lange in der Luft zu halten und dann noch genau so mit dem Unterteil noch irgendwie so hochlupfen, dass der über den Gegner geht und dann noch ins Tor. Also das finde ich schon krass. Also der war schon gut. Der war schon echt krass. Mit dem Fortnite-Bus. Jawohl, da kannst du mir doch nicht erzählen, dass das gewollt war. Dass so ein Move gewollt war, kannst du mir nicht erzählen. Ich möchte nochmal angucken. Er bleibt einfach auf dem Boden. Er will auf dem Boden, bleibt stehen, Ball kommt auf ihn, zack ins Tor. Kann doch nicht gewollt sein. Doch. Also wenn du das kannst, dann Hut ab. Aber ich finde, das ist schwer, wenn man, na gut, man kann auf dem Boden sehen, wann der Ball aufkommt, wo der Ball aufkommt. Aber ich finde, das ist trotzdem sehr, sehr schwer. Ich bin asynchron, warum bin ich asynchron? Ja, keine Ahnung, egal. Der Retail Meow kommt auch hier irgendwann noch drin vor. Ich glaube, irgendwann nie so nach der Hälfte oder irgendwie sowas. Ah, hier hinten kommt er. Na gut, Mitte, Ende. Ende, Mitte. Was ein Tor! Was ein Tor aus dem Winkel, ey!
Da hatte ich erst gedacht, der geht in den Winkel, weil es erst so aussah, aber ist nochmal abgeprallt. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass... Kevin, du wirst wahrscheinlich wieder sagen, dass es gewollt war. Ja gut, er hat nochmal Nitro gegeben, er hat wahrscheinlich gesehen, dass der Ball nochmal abprallt. Ja gut, doch, also das kann schon noch gewollt sein, ja. Gar nicht gesehen. Ist da jemand gegen den gefahren? War das die Kameraeinstellung, die so vibriert hat, oder ist da jemand gegen ihn gefahren? Gut, der Teil davor war 100 pro mit Absicht, ohne Frage. Aber dass der noch reinging, das war, glaube ich, eher noch mit Glück. Dass der noch so gegen den Pfosten kam und dann noch reingegangen ist. Ich glaube, das war noch eine Glückssache. Aber auch ein sehr geiler Move, oben an der Wand lang zu fahren, kann ich auch nicht. Auch sehr gut, ein paar Mal den Ball hochgehalten. Krass. Oha. Okay, also das war, glaube ich, auch noch eine Glückssache, dass da die Gegner kamen und den Ball nochmal hochgelupft haben zu ihm, dass er den noch berühren konnte. Aber sehr gut gemacht. Ah, warte, jetzt muss ich gerade mal gucken. Das ist... Der Schuss kam mir nämlich bekannt vor. Das war Torita in Miau, oder? Jetzt kommt Retail Meow dran. Ach so. Ah, der war schon von meinem Kollegen. Das ist auch krass. Einfach nochmal so einen richtigen Bums auf den Ball gegeben, damit er mit was für einer Karacho Richtung Tor geht, ey. Das ist schon krass. Ganz knapp. Also aus so einer Sicht fällt es mir persönlich sehr, sehr schwer, den Ball noch zu bekommen, überhaupt. Geschweige denn zu treffen. Ja. Und er macht direkt... Während der Fahrt sieht er von hinten, okay, der Ball kommt, springt hoch, zack, mit der Spitze Richtung Tor rein. Alter!
Aber wie gesagt, diese Tore, wo die noch drehen, wo die sich drehen und mit dem Unterteil noch ein Tor schaffen, Alter. Jawohl, kurz mal verarscht. Jawohl, das war's auch schon. Ja, wie gesagt, wenn euch die Montagen gefallen haben, die ganzen Videos, die ganzen Moves, sage ich jetzt auch mal, checkt die Jungs gerne mal aus auf YouTube, auf Facebook, auf Instagram. Die haben auch einen eigenen Instagram-Kanal. Den werde ich auf jeden Fall mal bei YouTube unten in die Videobeschreibung packen. Direkt erster Link, beziehungsweise ersten drei Links für Facebook, Instagram und YouTube. Und ja, die Jungs haben auch einen eigenen Shop. Da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Ist auch mit unten drin in der Videobeschreibung. Lasst ein Abonnement da. Die Jungs haben es verdient. Da steckt sehr, sehr viel Liebe drin. Das sieht man ja auch. Die ganzen Montagen, wie das gemacht ist. Die Kamera dreht sich. Das ist wie ein Kinofilm. Also da gehen wirklich Props raus an die Jungs. Auf jeden Fall. Und ja, mich würde es freuen, wenn ihr auf jeden Fall da vorbeischaut und gebt dem Ganzen auch mal einen Daumen nach oben. Vielen, vielen Dank.